In diesem Video sprechen wir über die Files, über das File-Sharing von WebEx. Also das heißt, über das Teilen von Dateien, Chrome-Tabs, Seiten und ähnliches. Weil es ist in meinem großen WebEx-Video, was du hier finden kannst, ein bisschen untergegangen. Das heißt, ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden und ich habe viele Anfragen bekommen. Und heute möchte ich einfach mal nur diesen bestimmten Teil mit dir teilen, so damit du weißt, was du vorbereiten kannst, wie du die Sachen öffnest, wie es am einfachsten für dich ist. Mein Name ist Gwendolin und du bist hier, wie du weißt, genau richtig, wenn du dich für Webinare, Videos und Pinterest interessierst. Also die drei Tools, die es dir ermöglichen, deine Sichtbarkeit und deine Reichweite immens zu vergrößern. Und kurz vorweg, wenn du es noch nicht getan hast und kein Video mehr verpassen möchtest, dann subscribe diesen Kanal und verpasse kein Video mehr. Wenn du die Glocke drückst, wirst du benachrichtigt. Und wenn du subscribed hast, also wenn du abonniert hast, dann hinterlass mir doch einfach eine Nachricht unten in den Kommentaren, sodass ich mich bei dir persönlich bedanken kann. Ich antworte auf jeden Kommentar. Jetzt wollen wir aber direkt in die Software schalten und gucken uns WebEx mal genauer an. So, wir sind hier jetzt in der Software. Ich habe schon ein Meeting gestartet und ich arbeite jetzt mit zwei Rechnern. Du siehst hier, jetzt muss ich mal gucken, hier neben mir meinen Kakadu sitzen. Ich habe den virtuellen Hintergrund dafür genutzt. Sieht ein bisschen hübscher aus. Und wir schauen uns jetzt an, wie das File-Sharing funktioniert. Das heißt, ich zeige dir einfach mal, was es für Möglichkeiten gibt und wie die ganzen dann dargestellt werden. Gut, dafür gehen wir hier auf Freigabe, Freigeben. Und damit du sehen kannst, wie das dann eigentlich bei deinem Empfänger aussieht, habe ich das mit zwei verschiedenen Rechnern jetzt hier gerade laufen, sodass man einmal sieht, ich bin jetzt als Gastgeber hier drin oder als Referent und ich teile meinen Bildschirm und du kriegst dann aber noch in dem Video zu sehen, wie das Ganze als Anwender aussieht. Okay, dann gucken wir mal. Also hier siehst du schon bei Freigabe, was du für Möglichkeiten hast. Du siehst jetzt bei mir hier GarageBand. Ich habe das einfach mal getestet. Und zwar geht es darum, du kannst Dateien freigeben, Anwendung. Das wäre zum Beispiel GarageBand, ist eine Anwendung, ein Whiteboard oder das iPhone und iPad. Und ich zeige dir jetzt einfach mal, wo hier jetzt wie die Unterschiede sind. Du siehst, ich kann meinen Desktop freigeben. Wenn ich meinen Desktop freigebe, heißt das, ich gebe einfach alles frei, was auf meinem Desktop ist. Das würde ich mir gut überlegen, weil zum Beispiel auf meinem Desktop sind ganz viele Dateien, die ich jetzt nicht unbedingt freigeben möchte. Dementsprechend würde ich jetzt hier spezieller gucken, okay, was kann ich denn noch freigeben? Und zwar zum Beispiel das Cisco WebEx Meeting brauche ich nicht freigeben, da sind wir ja drin. Aber hier könnte man zum Beispiel mal gucken, was habe ich denn für Tabs auf, Chrome Tabs. Und da gehen wir einfach mal auf Freigeben. Und jetzt siehst du, was ich geöffnet habe. Jetzt siehst du, da ist das Bild von dem anderen noch mit drin. Genau, was ich hier für Möglichkeiten habe. Und ich kann dir jetzt hier auf dieser geöffneten Maske halt zeigen, was ich dir zeigen möchte. Sprich, geöffnete Tabs, die ich hier habe. Also alles, was ich dir auf diesem Bildschirm zeige oder wenn ich auch umschalte, gehen wir mal auf Cisco, Pläne und Preise, kannst du das hier alles sehen. Es wird alles einfach übertragen. Oder ich möchte dir was bei Spiegel online zeigen und kann das dann hier einfach übertragen und du kannst meiner Maus folgen und siehst, was ich hier mache. Okay, die Freigabe beenden wir wieder. Dann kommen wir wieder zum Ausgangsbildschirm. Genau, und jetzt gehen wir nochmal auf Freigeben. Das wäre jetzt einfach, ich habe Google Chrome ganz einfach freigegeben. Jetzt zeige ich dir zum Beispiel mal, das war eine Frage, da möchte ich direkt drauf eingehen. Was ist denn eigentlich mit Audiodateien? Das war jetzt in diesem Fall explizit von einer Lehrerin, glaube ich, die Frage. Auf jeden Fall geht es darum, wenn ich jetzt verschiedene Sachen gezeigt habe, ich habe jetzt hier zum Beispiel alles Mögliche erklärt oder habe wie eben gerade verschiedene URLs gezeigt oder ein Whiteboard, machen wir gleich noch, und ich sage jetzt, ich möchte Musik übertragen bzw. gesprochene Texte. Dann gehe ich auf Datei freigeben und jetzt habe ich die Möglichkeit, Dateien auf meinem Rechner auszuwählen. Du kannst hier also sehen, wo überall Dateien liegen.
Ich habe jetzt hier schon was vorbereitet und ich möchte jetzt mit dir diese Datei teilen. Und du siehst, der Punkt ist, meine Teilnehmer, wir haben jetzt ja hier die Ansicht als Gastgeber, ich kann das Audio starten, meine Teilnehmer können das Audio nicht starten. Das siehst du im anderen Video, dass die Teilnehmer das Audio nicht starten können. Wir starten einfach mal. So, du siehst, ich übertrage jetzt ein Audio. Es kann natürlich alles sein. Gesprochener Text oder aber Musik, was auch immer du übertragen möchtest, wird übertragen. Wir stoppen wieder so und schließen dann hier auch wieder diese Registrierkarte. Sprich, wir sind wieder am Ausgangsbildschirm. Aber genau so überträgst du Audiodateien. Also Audiodateien im MP3-Format sind überhaupt kein Problem. Gleiches gilt für Videos. Gleicher Weg, wieder hier auf Freigabe klicken, ein über Dateien, ein Video auswählen und schon kann das Video abgespielt werden. Du siehst, hier sind noch weitere Sachen offen. Wenn wir jetzt auf Anwendungen gehen, ich gehe jetzt mal auf andere Anwendungen und zeige dir jetzt einfach, hier sind jetzt einfach diese Anwendungen auf meinem Mac. Davon nehmen wir nochmal GarageBand. Ich möchte es einfach nur zeigen, damit du siehst, was passiert. So. Bei mir sieht es jetzt so aus, dass ich quasi ja, als Gastgeber meine letzte Seite hier hinterliegen habe. Aber du siehst, GarageBand, wir starten ein leeres Projekt. So, du siehst jetzt nur einen Ausschnitt, das ist aber auch egal. Ach nein, wir erzeugen, ich habe nämlich gar kein Keyboard. So, und jetzt siehst du einen Ausschnitt und den sieht jetzt der Teilnehmer auch. Und ich kann jetzt hier alle möglichen Funktionen erklären und so weiter. Das wäre zum Beispiel, wenn ich eine Anwendung auswähle. Okay. Hier oben siehst du eben noch deine anderen Funktionen. Das heißt, du könntest jetzt zum Beispiel auch hier auf Kommentieren gehen und kannst jetzt kommentieren. Also heißt, du kannst hier irgendwie sagen, hier ist wichtig und da bitte hinschauen. Ich zeichne das jetzt einfach nur mal so, damit du siehst, was ich meine. Ups, ist jetzt nicht das Schönste, aber so funktioniert es. Das kannst du in allen geteilten Anwendungen nutzen, falls du noch was unterstreichen musst. Wir beenden die Freigabe wieder, sind wieder beim Ausgangsbildschirm und jetzt möchte ich dir noch einmal zeigen, wie das Ganze mit dem Whiteboard funktioniert. Das Whiteboard genauso. Du gibst das Whiteboard frei. Jetzt sehen deine Teilnehmer ein Whiteboard und können genau wie du auf diesem Whiteboard zeichnen, schreiben, was auch immer ihr machen wollt. Brainstormen. Ich nehme jetzt mal hier Pink und den Stift und mal wieder ein paar Kringel, damit du sehen kannst, dass auch beim Anwender die Kringel ankommen. Ich wechsle mal einmal zu meinem Anwender, weil mein Kakadu, den du hier im Bild siehst, ja leider nicht selber malen kann und male dort auch kurz, damit du siehst, dass das eben auch beim Anwender funktioniert. So nehmen wir hier mal Gelb, damit man den Unterschied sieht und male ein paar Kringel und zack. Funktioniert eben von beiden Seiten. Genau darum geht's. Das ist das Whiteboard. Du kannst verschiedene beliebige Whiteboards eröffnen und bearbeiten und kannst diese Whiteboards nachher dann auch benamsen und kannst sie auch speichern. Wir schließen das Whiteboard wieder. Hier wird noch gefragt, ob ich speichern möchte. Nein, möchte ich in diesem Fall nicht. Das hübsche Kunstwerk, das geht jetzt wieder weg. Und wir sind wieder beim Ausgangsbildschirm. So funktioniert das. Ich hoffe, das ist klar geworden. Alle Dateien, die du irgendwie teilen möchtest, gehen immer über Freigabe. Hier suchst du aus. Hier siehst du jetzt auf meinem Desktop, das letzt geöffnete war GarageBand. Das habe ich noch nicht wieder geschlossen. Das liegt da noch. Also bei Desktop-Öffnung würde das jetzt kommen. Aber ich würde dir einfach sagen, sei vorsichtig damit mit dem Desktop, weil je nachdem, was du da alles liegen hast, hast du vielleicht nicht genau kontrolliert. Sowas wie Mails zum Beispiel öffnen wir gar nicht, weil wir ja nicht möchten, dass alle anderen unsere Mails mitlesen. Ansonsten sind die letzten Anwendungen hier zu sehen und alles andere geht wirklich über Dateien. Dateien sind Videodateien, Dateien sind Audiodateien, Dateien können auch Textdokumente und ähnliches sein. Also das ist je nachdem, was du wo abgespeichert hast.
Kleiner Tipp dazu, wenn du Dateien freigibst, leg bitte einen extra Ordner an, dass deine Teilnehmer nicht deine gesamte Ordnerstruktur angucken müssen. Andere Anwendungen, hast du ja gesehen, habe ich aufgerufen, sind wirklich Systemprogramme oder hier GarageBand, irgendwelche Programme, die du vielleicht teilen möchtest. Whiteboard ist klar. Und iPhone und iPad haben wir jetzt nicht explizit aufgerufen. Das zeige ich dir in einem anderen Video. Da kannst du dann tatsächlich den Bildschirm deines iPhones oder iPads übertragen und kannst das auch nutzen. Aber dazu mehr im nächsten Video. Ja, ich hoffe, ich konnte dir einen guten Überblick geben, wie das Ganze funktioniert, was du vorbereiten kannst, was der Unterschied ist zwischen diesen verschiedenen Bereichen mit Dateien und mit dem Chrome-Browser oder einfach nur Seite öffnen. Und du kannst jetzt bestens vorbereitet in deine Webinare gehen. Wie gesagt, wenn dir das Video gefallen hat, dann hinterlass mir doch bitte ein Like. Damit unterstützt du auch meine Arbeit. Und wenn noch nicht geschehen und du weitere Videos sehen möchtest, dann abonniere diesen Kanal da oder da. Ich weiß immer nicht, auf welcher Seite. Und hinterlass mir eine Nachricht in den Kommentaren unter diesem Video, sodass ich mich bei dir bedanken kann. Das tue ich nämlich dann. Also, bis dahin, wir sehen uns im nächsten Video und vielen Dank. Tschüss!